ein bisschen was in dem Aufnahmeprogramm geändert, dass das Ganze jetzt auf 720p runtergerendert wird und erst dann hochgeladen. Oder halt erst in 720p aufgenommen. Und die Qualität allgemein ein wenig gesenkt. Ich hoffe mal, dass man die Schrift trotzdem noch einigermaßen gut erkennen kann. Sollte das nicht der Fall sein, dann bitte melden. Also ein bisschen pixelig ist kein Problem, aber halt Schrift nicht lesen können wäre schon echt ein No-Go. Also was wie hier unten zum Beispiel, das dürfte recht schwer zu erkennen sein, denke ich. Aber gut. Gucken wir mal ganz kurz in den Chat. Ja, ist okay, voll cool. Wow, es läuft flüssiger. Das ist schön. Und es wird Werbung gemacht für ein rpatelier.net. Na gut. Version 1.44 ist gut lesbar. Schaut nicht anders aus als vorher. Es schaut nicht anders aus und es ruckelt weniger. Das ist eine sehr gute Kombo. Und du mach mal Research. Wie? Wir haben ein Dungeon-Spiel bekommen. Nein, wir wollen kein Dungeon-Spiel. Business Simulator würde sich wahrscheinlich anbieten. Wild West Adventure ist bestimmt auch eine gute Promo. Virtual Pet ist das Tamagotchi-Ding, wo wir letztes Mal Lula 3D hatten. In dem Chat wird vorgeschlagen Business, damit wir Pizza Connection bauen können. Das klingt nicht schlecht. Business Research Start. Und Ember hier ist auch der Meinung, dass Wild West Action ist. Für mich ist irgendwie fast alles Adventure. Für mich könnte es sogar ein Business Adventure geben, aber bzzz. Ah, Research geht ganz schön schnell. Haben sie das geändert? Business. Und die Ninvento ist draußen. Ist mir aber einerlei. Wir hätten gerne Business. Wir hätten gerne... Ist das Strategie oder ist das Simulator? Da könnt ihr euch mal kurz drüber streiten. Ich wähle derweil Pizza Connection aus. Und Plattform... Ist gut für RPG. Wir haben bisher noch kein Genre-Match für PC. Wir müssen definitiv da mehr bauen. Und der Chat sagt, absolut einstimmig mit 6-7 Mann, alle Sim, 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 Sim. Dann wird's wohl eine Sim sein. Strategie ist eher sowas wie Command & Conquer. Ja, okay. Genre, Simulation. Next. 2D-Grafik, jo. Und nach dem Spiel hat er sein Level up. Ich denke mal, das wird sehr viel ändern. Während du Game Reports generierst, kriegst du Einblicke in den Entwicklungsprozess. Diese Einsichten werden als Hilfestellung bei dem Development Screen gezeigt. Außer, dass diese Option ausgeschaltet in den Settings. Von Plus-Plus bis Minus-Minus. Ah. Was? Also es kann von Plus 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 bis zu Minus Minus gehen. Wenn diese Angaben ein Fragezeichen hinten dran haben, bedeutet das, dass du Einsichten hast von einem Spiel im selben Genre, aber dass du noch nicht sicher bist, ob das für andere Genre-Topic-Kombinationen gilt. Also, Pizza Connection Business Simulator. Story Quest 0. Engine Wush. Gameplay Wush. Was bist du? Minus Fragezeichen. Ach, hier wird das auch angezeigt. Ah, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das heißt, man kann später fast keine Fehler mehr machen, weil wir genau hier angezeigt bekommen, wann was passt und wann nicht. Es ist nur die Frage, ob es auch spieleübergreifend ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel abbrechen würde und ein neues Spiel starten, bleiben die dann erhalten, die Hinweise, oder nicht? Weil ich denke, sonst werden wir nicht in einem Durchlauf alles freischalten können und hinweisen. Der Chat sagt übrigens, würde auch mehr Gameplay als Engine nehmen. Gameplay höher als Engine. Ja, okay. So. Und
Und es wird gesagt, dass es übergreifend ist. All diese Hinweise, die wir hier drin haben. Das heißt, ich könnte jetzt in den 80er Jahren anfangen, eine Spieleschmiede hochbringen, wahrscheinlich versagen, dann in eine Zeitmaschine springen, wieder in den 80er Jahren anfangen und hätte dann das Wissen aus der Zwischenzeit gesammelt und könnte dann besser neu anfangen. Okay. Klick. Also wir haben jetzt bei Simulator das so eingestellt, dass das Gameplay 100% hat und das andere 50% und das andere 0%. So, Dialoge runter. AI. Ich würde schon fast die AI höher stellen als Design. Also so würde ich es einstellen. Weil gerade bei Simulationsspielen oder auch bei, also bei Wirtschaftssimulationen zum Beispiel, so à la Patrizia oder Anno und dergleichen, gibt es nichts Nervigeres, als wenn die Konkurrenz einfach nur total trantütig ist und eigentlich nur gewinnt, wenn sie irgendwelche Cheat-Bonis bekommt. Das finde ich doof. Ich will eine richtig anspruchsvolle KI haben, die im ähnlichen Regelwerk arbeitet wie ich und die ich dann versuchen muss, nach und nach auszumanövrieren. Ja, was sagt der Chat? Radex sagt 10, 10, 100. So? Na gut, vertrauen wir Radex mal. 10, 10, 100. Okay. Hier hätte ich gerne 9, da hätte ich gerne 12. Oh, Myst war immer noch am Verkaufen. Sehr schön. Und wir haben eine Nachricht bekommen. Danke, dass du es gekauft hast. Ich habe es nicht gekauft, ich habe es geschenkt bekommen. Also habe ich euch leider auch nicht unterstützt. Mea culpa. Ja, ja, ja. Ja, ich bin super. Nein, bin ich nicht. Der Schenker ist super. So, 2D-Grafik, Basic Sound ist okay. Und im Chat wird gerade Radex gesagt, dass er böse ist. Und dass wir nie wieder auf Radex hören sollen. Also anscheinend war die Einstellung eben gerade nicht die beste gewesen. Können wir das Ganze irgendwie rückgängig machen? Nein, komm. Wir bleiben jetzt dabei. Wir stehen zu Radex. Jetzt müssen wir noch das hier retten. Also Stage 3. World Design? Nee. Grafiken? Ich glaube, ich würde so einstellen. Was sagt der Chat? Nachtglanz sagt World Design höher als Grafik. Grafik und Sound ungefähr gleiches Level. Okay. Würde dann Diablo 92 auch machen. Und Kyriator stimmt zu. Okay. Also wir machen das so. 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 Sound ist bei Sims immens wichtig. Ich würde das Game umbenennen in Radex Pizza Connection und würde 30, 40, 50 machen, sagt Cookie Forge. 30, 40, 50? Ihr habt alle ganz schön unterschiedliche Meinungen, was zu einem Spiel dazu gehört und was nicht. Ah. Obwohl, Sounds ist immens wichtig und 30, 40, 50 deckt sich. Firefox würde World und Grafik gleich machen und Sound weniger. Pno meint mehr Grafik. Okay. Konsens scheint ungefähr zu sein. So. 40, 60, 60 sagt Mr. Freeman. Versuchen wir das mal logisch durchzugehen. World Design macht beim Simulator für mich nicht ganz so viel aus. Grafik ist immer nett zu haben, aber muss auch nicht sein. Und Sound steht ja nicht unbedingt nur für Sound, sondern allgemein auch für die Technikkomponente in einem Spiel. Ja. Das war jetzt diese 30, 40, 50 Geschichte von Cookie Forge. Also wenn das Spiel nichts wird, sind Radex und Cookie Forge schuld. So, wir hätten hier noch ein paar Bugs los. Hey, und das müsste ein neuer Rekord sein. Flup. Jupp, neuer Rekord. Neues Topic, neue Combo und ganz viele Level-Ups. Außer bei Dialogen. Ah ne, da sind wir schon Level-Up, okay.
Warum sind die alle noch vorm Ende und haben Level abbekommen? Ja, stimmt, ich soll das hier umbenennen. Radix und Cookie Pizza Connection. Das passt nicht. Cookie Pizza Connection. Warte mal. Radix Cookie Pizza Connection. Cookie Pizza. Das stelle ich mir sehr interessant vor. So Schokoladen, Chip Cookies auf einer Pizza mit Käse und Salami und so. Okay, Release. Da waren 10 bei, da waren recht viele 10 bei. Nice. Hey. Okay, 6. Vielleicht jetzt keine 5, bitte. Ah, das ist das beste Spiel bisher. Okay, da ist die 5. Trotzdem ist es immer noch eine glatte 6 und damit das beste Spiel, was wir bisher gemacht haben, glaube ich. Gleich mal nachanalysieren. Jo. Amber, hier meint gerade im Chat, versuch mal eine Radieschen-Keks-Pizza beim Italiener deines Vertrauens zu bestellen. Die werden einen sehr komisch angucken durchs Telefon. So, Business Simulation ist eine gute Kombination. Das muss ich mir eigentlich gar nicht aufschreiben. World Design scheint nicht wichtig zu sein bei Simulationen. Okay. Und da hat jemand einen Link gepostet zu einer Cookie-Pizza? Ach du Scheiße, stopp, ganz kurz. Spiel stoppen, ich muss mir den Link von der Cookie-Pizza angucken. Und euch zeigen. Das da ist eine Cookie-Pizza. Oh. Mit Nüssen und Bananen und Smarties. Oh, okay. Ist das Fleisch drunter? Okay. Sehr verstörend. Also, World Design ist nicht wichtig bei Simulationen. AI ist sehr wichtig bei Simulationen. Und Simulation und PC ist super. Okay. 150.000, sieht gut aus. Wir haben noch ein Topic über. Mystery haben wir, Racing haben wir, Fantasy haben wir, Business haben wir, Prison. Wir haben noch nichts über Gefängnis. Prison Action, Prison Adventure, Prison RPG, Prison Simulation, Prison Strategy. Also ich wäre mal wieder für Simulation, allein schon wegen Prison Architect, wie man das richtig ausspricht. Ein Fantasy Prison wird gerade vorgeschlagen. Obwohl Prison Action könnte echt so ein Ding sein à la, wie heißt dieses Gangsterspiel, das gerade rausgekommen ist vor einer Weile? Der zweite Teil. Wo man die Bankräuber spielt. Ah, Prison Action. Plattform, Simulation 3+. Okay. Und Action ist bestimmt auch der PC besser als der G64. Breakout Action, Legend of Grimrock. Und Lancer meint gerade, meinst du Payday 2? Ja, ich meine Payday 2, genau. So, Name für das Spiel. Nicht Payday 2. Es gab mal eine ganz böse Gefängnissimulation. Bau ein Gefängnis auf. Was? Was meinst du damit, M.Y.? Sehr komisch. Ich schreibe mal ganz kurz einen Namen hin, den Beinen vorgeschlagen hat. Das ist nicht witzig, wenn man in der Situation ist. Und noch nicht 22 Uhr. Da hast du vollkommen recht, Kyria. So. Oh Gott, die Seife. X großes D. Nee, noch nicht 22 Uhr. Klingt gut. 2D-Grafik ist okay. Und die TES ist jetzt doch erst released. Ja. Für uns, wie gesagt, uninteressant. So, es ist Action. Action ist Story und Quest nicht so wichtig. Engine auch nicht so wirklich.
Also ich glaube, wenn die Engine nicht ganz so hoch ist, dann ist es eher so ein Tunnel-Shooter. Ne? Was mögen die meisten Leute zwar nicht, aber es verkauft sich trotzdem ziemlich gut. Also ich glaube, ich würde sogar glatt bei der Einstellung bleiben. Also Gameplay ganz oben, Engine so im 50er, 60er Bereich und Story und Quest halt nicht existent. Kurzen Blick auf den Chat. Im Chat wird ein Duschsimulator vorgeschlagen. Ein bisschen Quest wäre toll. Ein bisschen Story wäre toll. Ja, okay. Also so. Bisschen Story muss da doch kommen. Ja, okay. Wir können nicht Duke Nukem spielen. Obwohl das auch lustig war. Und die einzige Story, die ich da gesehen habe, war, man musste Frauen befreien und Aliens abballern. Und es hat trotzdem Spaß gemacht. Okay. So, Technologie steigt, Design steigt. Die Punkte allgemein müssen jetzt wesentlich besser aussehen, weil wir überall Stufe 2 sind. Aber bisher sehe ich da nicht so einen Sprung. So, Prison Action. Braucht Level Design höher. AI in einem Shooter. Dialoge nur ganz rudimentär. Ich denke, Level Design müsste ziemlich hoch sein. Also höher als alle anderen. Und AI muss einigermaßen gut sein, damit die Gegner auch in Deckung gehen und versuchen einzuflankieren und so weiter. Aber halt nicht so wichtig wie bei Wirtschaftssimulationen oder dergleichen. Das passt schon. Ja, so nehme ich das mal. Flup, flup, flup. Bitte jetzt da so auf 14 und da 12. Ich glaube, das geht sich nicht auf. Also, letzte Phase, noch nicht 22 Uhr. Also, jetzt ist es eigentlich schon 22 Uhr. World Design, Grafik, Sound. Grafik ist im Actionspiel wichtig. Sound ist auch wichtig, World Design allerdings auch. Also 50, 100, 50. Kurz mal Frage in die Runde. Bei Actionspielen, was ist euch da wichtiger? Wir haben's. Bisher ein bisschen mehr Design, ein bisschen weniger Sound. Grafik. Sehr viele Leute, die Grafik sagen. Und Beinen bleibt bei Don't Drop the Soap. Okay. Bisschen mehr Design, weniger Sound. Bisschen mehr Design, bisschen weniger Sound. Was ist denn ein Soap? Soap ist Seife. Okay. Komm schon, gib mir ordentlich Punkte. Punkte. 14, 13. Meh. Und Radex Cookie Pizza Connection ist bei 92.000 verkauften Einheiten. Nein, bei 13.000 verkauften Einheiten und 92.000 Geld. 8 Bucks, das dauert noch eine Weile. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Punkte hier. Nee. Aber ich warte noch mal ganz kurz. Ich warte bis 4.1. Nichts. Okay, schade. Also ich hätte es echt gerne, dass man noch nachträglich an Spielen arbeiten kann. Das muss ja auch in Real Life so sein. Theoretisch, wenn du ein Spiel programmierst und du hast noch genug Geld, was eigentlich nie irgendjemand hat, aber theoretisch, du bist eine Firma und du hast richtig viel Geld, dann kannst du einfach sagen, ich will das Spiel jetzt nicht releasen, ich will noch ein Jahr dran arbeiten, damit es noch viel besser ist. Das wäre doch eigentlich genau das Richtige. Und das würde ich halt gerne hier machen. Namen müssen wir ändern. Es ist nach 22 Uhr. Release. Und gleich ein Game Report. Select. Nimm. Das sieht nicht gut aus. Oh, der sieht gut aus. Das könnte eine 7 oder 8 werden. Oder eine 6. Ah ja, und wenn ich sage, was es werden könnte, dann gehe ich im Kopf alle Zahlen durch, die ich hier durch habe rattern sehen und nehme davon den Durchschnitt. Und das ist eine 6,5. Das ist jetzt aber das beste Spiel, was wir bisher hatten, oder?
Denke schon. Research-Punkte sehen auch sehr gut aus. Zing. Also, Prison Action ist eine gute Kombo. Sound ist sehr wichtig bei Action-Spielen. Und Action PC ist gut. Gut heißt 1 plus oder 2 plus. So, 100 Research-Punkte. Wir haben jetzt keine Topics mehr, die wir nicht gemacht haben. Also müssen wir da was researchen. Also, Research Topic. School. Ein School Simulator. Oder ein School Adventure. Weiß ja nichts. Nee, komm, Wild West. Start Research. Und danach researchen wir gleich wieder und wieder und wieder, weil wir haben gerade einen Puffer an Cash. Ah, verkauft sich immer noch. Fans haben wir auch schon 300. Wild West, okay. Was haben wir jetzt, was wir Neues zu bekommen? Sports. Wir könnten jetzt Pong machen. Aber ein bisschen zu spät. Ja? Und im Chat wird vorgeschlagen, wir sollten Wild West nehmen und dann Rick Dangerous nehmen. Rick Dangerous war aber nicht wirklich Wild West. Der hatte nur einen Schlapphut. Das waren Außerirdische und Nazis, glaube ich. School Enemy Love Story. Nein, Chat. Einfach nur nein. Wir machen Sports für den ebenfalls im Chat erwähnten Achievement. Auch wenn es halt ein bisschen spät ist, aber was soll's. So, Sports ist freigeschaltet. Schalten. Neues Spiel. Genre. Was ist Pong hiervon? Ja. Also, wir nehmen Sport. Wir nehmen Pong. Pong braucht, glaube ich, kein Ausrufezeichen. Wir wollen Plattform. Oh, wollen wir Pong auf der TES machen? Sport. Sport könnte auf einer Konsole echt besser ankommen. Kyria meint Action für Genre. Es kostet 80.000 die Lizenz. Pno meint am Nintendo. Ja, okay, komm. Nintendo, 80.000. Jo. Und jetzt Genre. Pong ist Action. Und jetzt ist zu spät, Beinen. Jetzt ist viel zu spät. Firefox sagt auch Action. Ich würde auf das Super Nintendo warten und dann Monkey Kong machen. Ja, könnten wir. Aber die meisten sagen Action. Erstmal jetzt für das Spiel. Also weiter. 2D-Grafik. Wir bräuchten da bald mal was Besseres. Start Research. Aber ich glaube, wir kriegen erst bessere Sachen zum Researchen, wenn wir die erste eigene Engine gemacht haben. Noch nicht 22 Uhr hat 123.000 gebracht. Oh. Kyria sagt, wir sollten Text nehmen für das Achievement. Nein! Das ist zu spät. Also ich kann das Spiel noch abbrechen, oder? Warte mal. Mit 2D gibt es das Achievement nicht. Das ist doof. Okay, ich versuche einfach mal das Spiel abzubrechen. Nicht so. Oh, warte mal. Ich kann es erst abbrechen, wenn ich es einmal ganz durchgemacht habe. Aber okay. Der Chat ist sich da einig, was ich machen sollte. Und ich als gute Puppe, die gespielt wird, mache das auch. Wir machen jetzt einfach alles runter, lassen das durchtickern, damit er einfach nur Erfahrungspunkte bekommt. Und dann trashen wir das Spiel, machen es neu mit Text basierend. Wir haben zwar ein bisschen Puffer, aber das sollten wir nicht zu sehr übertreiben. So, alles einfach runter. Okay.
Mit schönes Geld. Runter, runter, runter. Es verschwindet alles. Oh, da ist Pong. Ja, gut. Finish. Finish ist mir egal. Bugs können weg. Treasure Hunter. Activate the hidden treasure in the garage. Oh, weil ich mit der Maus rübergegangen bin? Ah, okay. Neuer Rekord. Was zur Hölle? Was genau spricht jetzt eigentlich dagegen, das Spiel zu releasen? Also ja, es wird wahrscheinlich Murks. Aber es gibt trotzdem Geld. Im Gegensatz zu Trash und ich krieg gar nichts. Ich verliere keine Zeit. Okay, die Bugs drin sind natürlich nicht so schön. Das hätte ich mir eben gerade sparen können. Aber gut, das Ganze ist eh eine Lernphase. Wir releasen das jetzt mal und gucken, was passiert, wenn wir einfach nur Murks machen und das ganze Spiel mit Bugs raushauen. Da sind schon mal viele Einsen bei. Zu viele Bugs. Jo. Okay, Viererschnitt. 3,75er. Nee, egal. Das ist ein Viererschnittspiel. Okay. Mach mal einen Game Report dazu. Wir wissen nicht, was an dem Spiel kaputt gegangen ist. Aber im Chat bringt Fanatics 42 einen guten Punkt auf. Man verliert eventuell Fans. Wie hier zum Beispiel. Also ja, sollten wir wirklich im Auge behalten. Sports und Action ist eine gute Kombination. Dialoge sind nicht wichtig. Ja, okay, das haben wir uns fast gedacht. Research. Custom Game Engine. Die will ich jetzt nicht erforschen, weil ich sofort eine eigene Game Engine haben will, sondern weil ich der Meinung bin, dass wir erst andere Research-Sachen freigeschaltet bekommen, wenn wir das freigeschaltet haben. Ja, erforscht haben. So. Jo. Target Audience. Custom Game Engine. Game Tutorials Mono Sound. Okay, wir haben ganz viele Sachen zum Erforschen. Wir hätten gerne Mono Sounds. Und wir können uns jetzt schon überlegen, welche Spiele hatten wir, wo Sound sehr wichtig war. Das war, glaube ich, warte mal, ich habe es aufgeschrieben, ein paar. Sound ist unwichtig bei Fantasy. Mist. Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Action und Simulator. Radek sagt, Action war es wichtig. Okay, Action. Also wir erforschen jetzt das und machen gleich irgendein Action-Spiel. Pong hat 65.000 generiert, das ist nicht viel, aber okay. Ich musste noch eine eigene Engine entwickeln, das wird ein bisschen teuer, denke ich. Und es kommt bald neu. Es kommt jetzt bald die. Der Sega Mega Drive kommt bald. Also nicht der Mega Drive, sondern die erste Sega-Konsole. So, wir haben Mono-Sound. Aber um das zu benutzen, müssen wir erst eine ganz eigene Engine entwickeln. Haben wir dazu die Punkte? Target Audience. Stopp. Create Custom Engine. Save Game und Mono Sound. 120.000. Nee, es wird so nix. Wir brauchen erstmal ein neues Spiel. Und dementsprechend dann Forschungspunkte. Was haben wir denn? Wir haben Sport, haben wir schon. Wild West. Und wir haben die anderen auch noch, wenn wir eine neue Kombination nehmen würden. Im Chat wird Contract Work vorgeschlagen. Das klingt nicht schlecht. Aber es bringt sehr wenig, oder? Contract Work, was machst du? Ja, Tutorial, geh weg. Und kleiner Cut, ich bin gleich wieder da.
Und wieder da, mir wurde ein Zwiebelbrot geklaut. Grummel. Aber na gut. Wir wollten gucken, was die Contract Works bringen. 20.000. 17.000. Haken ist, also die könnten wir verhauen. Das wäre echt nicht schön. 5 Wochen. 5 Wochen ist eine Monatsmiete, das... Naja, doch, komm. Wir müssen ganz schnell 20 Punkte zusammenbekommen, dann ist alles gut. Komm. Ja, das geht sich auf. Ja, 20.000. So. Wir haben trotzdem jetzt nicht genug Geld für die Engine. Ja, nee. Okay. Neues Spiel. Geht nicht anders. Wir hätten gern Racing und diesmal nicht Simulator, sondern Action. So, das war nämlich letztes Mal nicht ganz so gut. Und Action war PC sehr gut. Obwohl Action hat plus. Was ist, wenn eine Konsole plus hat? Ah, wahrscheinlich nicht die TES. Nutzt die TES. Sagen mir jetzt schon 2 Leute. Okay. Name. Es ist die TES. Nehmen wir Mario Kart. Auch wenn es nicht auf dem NES rauskam. Aber... Next. Text passieren ist okay. Und jetzt gib mir genug Geld gleich, dass ich die Engine zusammenbasteln kann. Der Master 5 kommt in den nächsten Monaten. So, Action. Action war Engine Gameplay. Mario Kart schreibt man noch nicht mit K. Im Deutschen vielleicht. Oder? Das wäre jetzt ein doofer Fauxpas. Zurück zum Wichtigen. Engine 100%, Gameplay 50% oder war es andersrum? Wir hatten... Action hatten wir schon mal. Daniablo sagt 80, 60, 20. 20 Story? Bei dem, stimmt, Action-Spiel war ein bisschen Story. Gameplay war wichtig. Okay. Also so rum. Mr. Freeman sagt so und... Mehrere Leuten auch sagen, dass Mario Kart mit K ist und ich kriege einen Wiki-Eintrag um die Ohren geballert und ja, man schreibt es mit K. Okay. Menno. Ja, Mario Kart mit K. Danke, danke Chat, das reicht. So. Also, Gameplay soll wichtig sein. Dementsprechend ist Engine wohl nicht ganz so wichtig. Nehmen wir also so. Bitte. Ich muss. Wow, das geht ganz schön runter. Erster Bug ist da. Racing Action. Dialoge war minus. Ich glaube, das bleibt auch immer noch so. Level Design. AI. So. Meinung zu Level Design 100, AI 50. Genau, Drachenbursche sagt gerade, Gero sein Mario Kart wird besser als Mario Kart. Also meins mit C, das andere mit K. Denn das C steht für cool. Ja, genau, das war alles geplant. So, Radek sagt passt, Pno sagt passt, Kyria meint mehr AI. Seckelhens sagt AI nach oben. Nachtkleins meint, wir hätten auf dem PC Need for Speed machen sollen. Und sonst kommt bei mir gerade nichts an. Also AI nach oben sieht gut aus. Also machen wir AI nur einen kleinen Ticken nach oben. So. Da kamen gleich 2 Bugs dazu. Wo ist eigentlich meine Kaffeetasse geblieben? Also von dem Mannequin hier.
World Design, Grafik, Sound. Sound war wichtig. Bei Action jedenfalls. Grafik ist auch wichtig. World Design ist war auch wichtig. Sound und Grafik sind wichtig laut Nachtglanz. Sound, Grafik, ja. Mr. Freeman meint 0. 80, 100. Ah, das ist ganz schön krass. Euro meint minus World Design. Kyria sagt 50, 50, 100. Eigentlich ist alles wichtig. Ja, Cornersäcke oder Cornersecke. Schaut gut aus. 20, 180. Nee, Grafik ist... Naja, doch, ist Action, ne? Teko meint 60, 50, 100. Also sind sie fast alle einig, dass Grafik und Sound wichtiger sind als World Design. Aber gut, meine eigene Meinung dazu. Sound ist nicht ganz so wichtig wie Grafik. Jo. Okay. Elf. So, Bugs diesmal schön weg. Einer dazu. Komm schon, pack weg. Bling. Mario Cool Art. Cool Card. Marios Cool Card. So. Erfahrungspunkte okay. Neue Combo, kein neues Topic. Release. Marios Cool Card. Oh, da waren 3, 10. Sehr gut. Noch eine 7. Komm schon. Bitte jetzt keine 5 oder 6. Bitte keine 5 oder 6. Bitte keine 5 oder 6. Ja. Glatte 7. Sehr, sehr schön. Klick. Und Game Report nicht, weil wir wissen wollen, ob es toll war oder schlecht, sondern damit wir die Sachen später auch wieder angezeigt bekommen. So, wir müssen auf 150.000 oder so kommen. So, Racing und Action ist eine gute Kombination. Engine ist sehr wichtig. Und Action TS ist nur okay. Nicht gut. Okay. Und die Master 5 ist draußen. Und wir haben 170.000. Das reicht für eine Custom Engine. Das reicht aber nicht, um danach auch ein Spiel mit der Custom Engine zu machen. Research, was haben wir da? Target Audience nehmen wir noch dazu. Gucken mal, wie viel hier noch rumkommt. Komm schon. Naja, das bleibt bei 180.000. Also, ein Spiel noch. Target Audience haben wir erforscht. Erforschen wir noch ganz kurz eine andere Topic-Geschichte. Da. Und zwar Geschichte. Ein Geschichtssimulator. School Dance. Dance. Nee. Also erstmal mag ich es allgemein selber Tanzspiele nicht so wirklich. Und wir haben im Let's Play auch Dance gemacht. Und auch Musik und was weiß ich. Es ist nie irgendwas geworden damit. So, Geschichte sagt Nachtglanz. Civilization, Age of Empire, Europa Universalis. Das sind alles sehr gute Titel. Stimmt. History. Research. Oh, ich habe schon einen Namen. Und der ist angelehnt an Civilization. Und an meine Egomanie. Jetzt könnt ihr raten, was dabei rauskommt. Ember hier sagt History Simulator gleich Assassin's Creed. Nee, nicht so wirklich. So, neues Spiel. Wir haben jetzt eine Target Audience, okay. So, also wir wollen Topic History.
Jetzt puzzeln gerade im Chat die Namen ein, wie mein Civilization-Klon heißen könnte. Die Kandidaten bisher sind Gerugosation, Egolization, Empire of Gerugon, Civilization, Civilgero, Age of Gerugon. Nochmal Age of Gerugon. Geru. Wie schreibt man Lization? Lization. Schreibt man noch, oder? Ja, ich glaube schon. Zielgruppe. Ist eher für Erwachsene. Wobei ich hier nicht weiß, ob Erwachsene eher heißt Blut, Blätter und Brüste. Das würde nicht so viel Sinn machen. Da könnt ihr euch ja mal ein bisschen drüber austauschen, was ihr denkt, was hier am meisten Sinn machen würde. Also Kinder bestimmt nicht, das müsste actionlastiger sein. Aber jedermann und Erwachsene vielleicht dazwischen. History haben wir, Genre ist Simulation, Plattform ist PC, weil es eine Simulation ist. Das ist schon mal eine gute Kombo. Kyria meint Major und nicht Everyone. Everyone, Erwachsene, damit kriegst du Hype. Oh, das ist ein Argument. Major Content. Ach stimmt, das ist Strategie und nicht Simulation. Okay. Rennspiel Need for Gerugon. Das ist ein interessanter Name, Drachenbursche. So, also Gerulization, Major für Hype, History, Strategy, PC. Und MBJ ist der Meinung, dass M heißt einfach nur Erwachsene und dadurch ist es komplexer. Wenn es danach gehen würde, müssten wir eigentlich jedes Spiel komplex machen, weil nur komplexe Spiele interessant sind. Und Pno schlägt vor, wir sollen ein Tanzspiel für Erwachsene machen. Ich kann mir ganz genau vorstellen, wie das aussieht. Und es ist gut, dass es nach 22 Uhr ist. Weiter. 2D, jo. So, Strategiespiel. Storyquest niedrig, Engine. Das sieht doch schon fast okay aus, oder? Wir haben keine Hinweise hier unten. Story und Quest ist eigentlich fast null beim Strategiespiel. Ja, kommt drauf an. Also Commander Conquer hatte zum Beispiel eine gute Story auch dabei. Also, hat eine okay Story dazu. Engine, Gameplay. Ich würde es so lassen. Der Chat, Gameplay ist 100, sagt Nachtglanz. Ja, sind wir ja fast dran. Engine hoch, es muss funktionieren und gut gebalanced sein. Jo. Also so. Ich glaube, jedes braucht immer ein bisschen was. Wenn wir irgendwas auf ganz Null setzen, dann wird irgendjemand drüber meckern. Also nicht jetzt im Chat, sondern von den fiktiven Spielern hier in dieser Spielwelt. Ja, okay. Komm schon, plopp, 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 plopp. Und Marius Cool Card hat 220.000 verdient. Ein Bug. 5,5 in Stufe 2. Oh, okay. AI hoch. Level Design. So. So wäre mein Vorschlag. Und ich habe mir gerade ein Stückchen Zwiebelbrot zurückergattern können. Und das genieße ich jetzt. Ich mache mal ganz kurz das Mikro aus. Und ihr könnt kurz diskutieren, was ihr hier einstellen würdet. So, War Zwiebel wird als neues Spieltitel vorgeschlagen. Empire of Zwiebelbrot. Zwiebelization. Nee. Was haben wir noch? Würde gut aussehen, wird nichts ändern, passt. Und Beinen hat mehrfach erwähnt, dass wir nicht auf die Regler schauen sollen, sondern hier unten.
Es ist an sich richtig bei Ihnen, aber je nachdem, was wir hier einstellen, verändert sich das unten in dem Querschnitt der hier eingestellten Daten. Okay, das macht, hört sich jetzt komisch an, aber ja, ich achte auf beides. Okay. Punkte könnten ruhig ein bisschen schneller und hochkommen. Strategie. Keine Hinweise. World Design 2, Grafik. Bei Strategie ist Grafik nicht ganz so wichtig. Sound. Nachtglanz sagt World Design. Tekomer sagt World Design. Wäre mir ehrlich gesagt auch ziemlich wichtig bei einem Strategiespiel. Also allein auch schon sowas wie zerstörbares Terrain und dass es interessante Szenarien sind, also die Umgebung, ob das Städte sind oder Dörfer oder was weiß ich. Firefox sagt 80-50-80. Das klingt echt nicht schlecht. Also gutes World Design, gute Sounds, ein bisschen weniger Grafik. Strategiespiele können ruhig eh durchgehend 2D sein, auch heutzutage noch meiner Meinung nach. Sound würde ich ein bisschen runterschrauben. Weil es sind ja eigentlich nur die Bestätigungssounds von den Einheiten und vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ja, okay. Und wir haben einen Reporter. Wir geben immer ein Interview, weil es kostenlose Werbung ist. Flup, 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 flup. Komm schon. Wir müssen aber 14, 15 rumkommen. Ein Interview mit Valve. Wir denken, dass Spieler gehobenen Anspruch bei Spielen haben wollen und wir gehen das Risiko ein, es ihnen zu geben. Sehr gut. Und wir haben Hype. Ja. Zing. Bug weg. Finish. Neuer Rekord, Hype und überhaupt. Das muss jetzt auf jeden Fall genug Geld geben für die eigene Game Engine. Sehr schön. Und vielleicht kommen wir doch endlich mal aus der Garage hier raus. Release. Better User Experience. Okay. Casual Games, nee. Ich will jetzt schon mal den Game Report anfangen. Für Gerolization. Kritiken. Mehrere 10. 4, 5 Stück. 8. Sehr gut. Komm schon, noch eine 8. Ja. Da waren noch mehr 10 drin. Das wird eine 9. Jo, sehr gut. Und bestes Spiel bisher. 8,25. Close. Gib mir Millionen Dollar. Und die G64 verlegt Marktanteile. Ja, das ist abzusehen gewesen. Oh. Gimme. 100.000. Sehr gut. Also Geschichte und Strategie ist eine gute Kombination. Gameplay ist sehr wichtig. Strategie PC ist super. Plattform Audience ist super. Also für Erwachsene eher PC. Kann ich so unterschreiben. Ziehen. Also wir haben 280.000, wir kriegen da noch ein bisschen was rein, also bauen wir jetzt unsere Custom Engine mit das. Wollen wir nicht vielleicht vorher noch ein, zwei Sachen erforschen und die auch noch mit reinhauen? Ja, komm. Research. Also Game Tutorials, Better User Experience. Können wir beides noch schnell machen. Komm schon, Zahlen. Sieht gut aus, damit wir noch mehr erforschen können. Noch Messer. Der Chat schrägt gerade vor, wie wir die nächste Engine nennen sollen. Und das nehme ich, glaube ich, auch. Better User Experience haben wir, okay. Research. Game Tutorials. So. 320.000 verkauft sich immer noch. Goodie. Und der Game Boy kommt.
Das wäre für die jüngere Zielgruppe genau das Richtige. Also damals. Heutzutage ist der Gameboy eher für 30 plus Leute. So, jetzt neue Engine. Custom Game Engine. 2D, Linear Story, Safe Game. Alles. 180.000. Und du bist die Zwiebel Engine 1. Create Engine. Zwiebel Engine. Okay, nicht verschrieben. Sehr gut. Okay. Plop, 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 plop. Girolization hat 261.000 gebracht. Eine Viertelmillion. Und ein neues Spiel zu erstellen wird später 60.000, 70.000 kosten. Also haben wir noch ein bisschen Puffer. Sehr gut. Engine ist gleich fertig. Und der Gameling ist draußen. Fans haben inzwischen 727, ist auch okay. Und ich glaube, wenn wir jetzt ein Spiel rausbringen, wird es auch ein Durchbruch werden. Und dann können wir auf der Garage rausziehen. Und ich denke, dass es ein Durchbruch wird, weil es bei den letzten beiden Anläufen jedes Mal auch so war. Sobald wir eine neue Engine hatten mit ein paar interessanten Sachen drin, wurde das nächste Spiel ein Superhit und wir haben dann gleich 2 Millionen oder so bekommen und können sofort ausziehen. So. Haben wir überhaupt noch ein Topic? Nö. Research Topic. Gesetz. Kommt schon, helft mir. Ich will kein Tanzspiel machen. Und ich denke nicht, dass Tamagotchi mit unserer neuen Engine so ein super Durchbruch wird. Schule? Meh. Und Law ist auch wieder mal gleich so kitschig. Phoenix Wright und Ace Attorney werden gerade genannt im Chat. Schule? Ja, was für ein Schulspiel? Ein Schulsimulator? Sowas wie Bully. Ja. Law Adventure. Sport Summer Games. Wäre das denn wieder ein Sport Simulator? Sport Simulator hatten wir schon mit unserem ersten, mit dem Stunt. Tamageru. Gerugochi. Das ist ein echt guter Name. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Virtual Pet. Start Research. Da kann sich jeder einen kleinen Gerugon aus seinem Rechner züchten. Bloß nicht mit Trollen füttern. Komm schon, beeil dich. Unser Geld geht langsam alle. So. Also. Neues Spiel. Game Engine, Zwiebel Engine 1. So, du warst das Gerugochi. Schreibt man die so? Gerugochi, ja. Also, Zielgruppe. Plattform. Plattform wäre eigentlich Game Boy, ist richtig, oder? Für so ein Tamagotchi. Also am PC gibt es die zwar auch, aber eigentlich waren es eben diese kleinen Eier. TES wird vorgeschlagen. Warum TES? Und jung als Zielgruppe für ein Gerugochi? Ja, vielleicht. Der Gameboy kostet die 50.000. Das ist ein sehr gutes Argument. Also kein Gameboy. Und TES ist allgemein für die junge Zielgruppe eh interessanter. Und Genre wäre eine Simulation. Virtual Pet. So. Virtual Pet Simulator auf dem TES ohne Gamepad. Wir haben nämlich noch kein Gamepad entwickelt. Mit der Zwiebel Engine 1. Das ist euer Plan, Chat. Sehe ich das richtig? Man kann am TES nicht abspeichern. Das ist, glaube ich, richtig gewesen, ja. Man brauchte nur diese Dinger da. Okay, next. 2D-Grafik Version 2 für das Gerugochi. Oh, weia. So,
Wir wollen eine lineare Story. Wir wollen Save Games. Game Tutorials, Better Experience. Und hier sind Save Games für Tamagotchi. Ne? Story und Quests. Steht hier Minus bei Simulationen. Aber bei Virtual Pet sollte es eigentlich interessanter sein. So ein Tutorial. Was ist eine Better User Experience? Also Linear Story nehme ich raus, weil ich denke, dass ein Simulator nicht so viel Story hat allgemein. Und das hier bufft nur das da. Bei Virtual Pet gibt es gar keine Story und Quest schon gar nicht. Ich könnte mir ein Tamagotchi vorstellen, wo es Quests gibt, um das Tamagotchi glücklich zu machen. Tamagotchi Tutorial wird gefragt. Ja, ein Tutorial. Also macht das Ding zum ersten Mal an, vor seinem TES, schmeißt das Gerugotchi an und da wird dir erstmal gesagt, was der Gerugotchi mag. Also wie fütter ich ihn, was isst er gerne, wie wird er glücklich, drücke ihm ab und an ein Buch in die Hand und so weiter. Also ein Tutorial ist eigentlich bei jedem Spiel eine wichtige Sache. Tamagotchi Quest, nerve jeden. Das ist Gameplay. Ja, es ist Gameplay. Ich probiere das mal so. Kostet zwar 25.000. Wir haben nur noch 71.000, aber wir drücken jetzt alle unsere Hoffnungen in das Gerugotchi. Wenn du nichts willst, dann haben wir ein Problem. Und wir haben Marketing, das wir erforschen könnten. Und der fängt auch mal an zu arbeiten. Das ist sehr gut. Punkte kommen ziemlich schnell rein. So, zweite Stage. AI +++. Ja. Level Design. Bei einem Tamagotchi ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich würde das schon fast so machen. Kein Level Design, wird im Chat gesagt. Ja, stimme ich zu. Dialoge. Es ist halt nur ein Ding, das mit einem spricht. Dialoge brauchst du, sieht gut aus, stimme zu, passt so. Ja, ich denke auch, dass das so passt. Also Dialoge, es wären ja eigentlich Monologe hier. Ja, okay, machen wir so. Komm schon, gib ganz viele Punkte und werd ein Millionenspiel. Ich will aus der Garage raus. Oh, Mono-Sound. So, World Design, nicht so wichtig. Hat hier auch ein Minus. Grafik, auch nicht so wichtig. Sounds. Ja, wir können jetzt einstellen, dass der Gerugotchi rumquiekt und rumbrüllt. Ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben. Obwohl, wir stellen schon Mono-Sounds ein, dann sollte Sounds auch möglichst hoch sein. Grafik, nö, ich würde das fast so lassen. Mehr Grafik für weibliche Gerugotchi? Was zur Hölle, weibliche Gerugotchi? World Design Tamagotchi kenne ich nicht, aber ich habe es auch nie am PC gespielt. Aha. Niemals für unwichtige Sachen weniger als 20%. Was? Also D3XLP sagt, niemals für unwichtige Sachen weniger als 20%. Also ich soll nie irgendwas ganz runter machen. Ha. Lies mal die ganzen Wikis. Nee, ich lese garantiert keinen Wiki zu irgendeinem Spiel. Da sind viel zu viele Spoiler drin. Tut mir leid. Also, World Design soll runter, ist richtig. Grafik ist nicht so wichtig. Sound ist wichtig, weil wir hier eh Sound ausgewählt haben. Ja. Komm schon. Hör auf, dich am Kopf zu kratzen. Go, go, Gerugotchi. Ja, Punkte sehen gut aus. Finish. Bugs weg. Wenn du mehr als 1 Million Cash hast, kannst du zum nächsten Level übergehen. Blick auf unser Konto. 20.000. Yeah. Noch ein bisschen. Und ein Konkurrent zum Gameling.
der absolut nichts mit dem Gambling zu tun hat. Bug weg, Bug weg, Bug weg. Klick. Neuer Rekord, neuer Rekord. Neuer Topic, neue Combo und Level für den Gerugon, der das Gerugotchi entwickelt. Noch ein Level up, noch ein Level up. Sehr schön. Und Release. Level Editor, Open World. Du kannst allerdings erstmal Research, New Topic, Military. Start Research. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gerugotchi, go! Es wird eine 7 oder 8. Wow, eine 9. Da waren sehr viele Seen. Ich sag ja, das erste Spiel, nachdem man eine eigene Engine macht und so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es beim Gerugotchi passiert. 9,75. Hammer. Okay. Komm, gib mir ganz viel Geld. Jo. Ganz viel Geld. Wusch. Jeder will ein Geru haben, wird im Chat gesagt. Ja, das ist richtig. Military? Okay. Jo. Neuer Meilenstein. Rang 1, Kongratulationen und wir können ins nächste Büro umziehen und blub. Wollen wir jetzt schon umziehen? Oh, das ist eine wichtige Frage. Und auf so eine wichtige Frage esse ich erstmal ein Stück Zwiebelbrot und ihr könnt diskutieren. Chat ist sich uneinig. Ein paar sagen, man sollte lieber ein bisschen auf sicher gehen, noch ein Spiel machen und dann weiter. Die anderen sagen, lieber gleich vorbrechen, damit wir dann mehr Angestellte haben und so bessere Spiele rausbringen und so mehr Geld bekommen. Und es wird über eine Geruline diskutiert und darauf gehe ich mal nicht näher ein. Wir ziehen einfach um, weil ich sehen will, was im neuen Büro ist. So. Goldene Kiste, Boss. Sehr cool. So, neues Office von Valve. Mit noch alten Röhrenmonitoren. Sehr schön. Ich kann mich jetzt ausbilden. Ist auch gut. So, erstmal brauchen wir einen Angestellten. Also, erst müssen wir selber uns ausbilden. Train. Staff Management. Starten. 1,8 Millionen haben wir. Wir haben auch mehr Kosten. Das Gerugotchi ist ein Surprise-Hit. Ja, war für mich auch ein Surprise-Hit. 2,1 Millionen. So, wir können jetzt jemanden einstellen. Das wollen wir auch gleich. Lalalala. So, wir... Also Komplex-Algorithmen waren Programmierer. Ein Showreel war ein Grafiker. Und ein Game-Demo war das Mittelding. Wir wollen erstmal einen Techniker. Und dafür setzen wir ein Budget an von 50.000. So. Ja, wir wollen Angestellte. Komm. Ja. Okay. So. Isaiah Ellis. Research Speed. Technology sehr hoch, nicht so hoch und wir haben nur die beiden. 10.000 im Monat oder 23.000 im Monat. Also der hier ist 2,3 mal so gut, hat aber nicht 2,3 mal so viele Technologiepunkte. Dafür ist der hier auch noch schneller. Speed ist wichtig, um Technik leichter zu trainieren, sagt Radix.
und andere sind auch für Matthew. Ja, bin ich auch. Matthew Owens. Du bist angestellt. So. Und dann hätte ich jetzt gleich noch 10. Viele Anfänger machen den Fehler, zu schnell Leute einzustellen. Stimmt, wir brauchen erstmal Medium Games, richtig? Ja, ich glaube, wir brauchen erstmal Medium Games. Aber das kriegen wir schon hin. Also, wir haben jetzt einen Techniker, jetzt brauchen wir noch einen Grafiker. Und Budget setzen wir wieder auf 50.000. Wir haben ja 2,3 Millionen zum Verpulvern, das kriegen wir schon hin. Und ich glaube, im Let's Play hatte ich auch zwei Leute gleich am Anfang. So, du kostest 23.000. Du kostest 10.000. Ist ähnlich wie vorhin. Du bist allerdings 2,5 mal so gut, was Design angeht. Bist schneller. Und hast genauso viel Research. Ich glaube, bei dem Designer nehme ich echt ihn hier. Loreen Camo. Wird im Chat auch gesagt. Ja, haja. Einen weiblichen und einen männlichen Angestellten. Achievement. Einer von denen ist wohl eine wichtige Persönlichkeit. Aber da ich kein Fernsehen gucke und kaum Nachrichten lese, werde ich nicht wissen, welcher ist. So, du. Research. Wo ist Medium Games? Da, Medium Games. Start. So, Girugochi hat 2,8 Millionen generiert. So, die beiden erholen sich noch. Also sollte ich ihnen jetzt keinen Auftrag geben, richtig? Ich glaube schon. Oder war das andersrum? Ach du... Wir kriegen schon mal neue Contract Work, das ist okay. Oh, und der Chat sagt, mach das Willkommenstraining. Das ist vollkommen richtig, das habe ich ganz vergessen. Du, Training, willkommen. Du, Training, willkommen. So. Und die brauchen jetzt schon Urlaub? Das ist doch ein Scherz, MYE, oder? Ich hoffe mal nicht. So, aber jetzt mal im Ernst. Wenn der Balken voll ist, geht es ihnen doch gut, oder? Und nur wenn er unten ist, müssen wir sie in Urlaub schicken. Ja. Ne, Publisher Contracts. Publisher verkaufen wir uns die Spiele. Aber wir müssen die Erwartungen erfüllen, sonst kriegen wir Strafen. Ja, ich halte nicht allzu viel von denen. Es ist immer am besten, also ich lese gerade den Chat vor. Es ist immer am besten, sobald sich der Balken anfängt zu leeren, sie gleich in den Urlaub zu schicken. Also ja, voller Balken ist gut, leerer Balken ist schlecht. Und Inqui meint, mach Publisher, du hast zu wenig Fans. Okay, mal gucken. So, erstmal, Balken sehen soweit nicht super aus, aber ganz okay. Wir erstellen einfach mal ein Spiel. Was? Neues Spiel. Medium Spiel. Oh, das ging gar nicht so rum. Wir müssen... Publishing Deal. Publisher sind eine gute Art, eine große Zielgruppe zu erreichen. Und man sollte erst selber publishen, wenn man 100.000 Fans hat. Das haben wir vorher nicht gemacht, hat geklappt, aber... Okay. Weiter. Ja, ja, So, Dance, Action. Junge Zielgruppe. Mega Drive. Any Topic Adventure. UFO. Haben wir noch gar nicht freigeschaltet, oder? Moment mal. Also, wir müssten dann researchen und hoffen, dass wir UFO finden. Das finde ich nicht schön. Business Simulator auf einem Nintendo. Mindestscore 8, das wird niemals was. Das war's.
Also der hinten nicht. Hier bin ich von dem UFO orientiert. Adventure auf einem Vena. Müssten wir die Lizenz erstmal kaufen. Aber einen Score von 6 müssten wir erreichen können. Ich glaube, ich nehme den Adventure bei der Vena. Was war hier? Dance Action. Mindestens 8. Mindestens 8 erreichen wir nicht. Ich nehme den hier. Was sagt der Chat? Kaffee wird überbewertet. Das ist eine Falschaussage. Wir sollen Dance nehmen. Mein Drachenbursche. Euro meint auch Dance. Aber das... Ne? Game Size Medium. Ja. Du hast UFO im Research, wird gesagt. Mach sonst selbst ein Spiel und trainiere oder publische, dann hast du vielleicht was Neues. Das ist ein Argument. Aber ich probiere es mal hier. Ein Score von 6 sollten wir auf jeden Fall hinbekommen mit dem Medium-Spiel. Also, Any Topic Adventure. Auf der Master 5. Ja. Also, Master 5, Adventure. Was für ein Adventure hätten wir gerne? Ein Military Adventure? Sport Adventure, History Adventure, Wild West Adventure. Hatten wir schon Wild West Adventure? Ich glaube, wir hatten kein Wild West Adventure. Ja, Wild West und es sollte für Young sein? Fantasy, Fantasy, Fantasy wird gerade im Chat geschrieben. Two Broke Mountains. Prison Adventure. Ich würde Fantasy sagen. Unlucky Luke. Wild West Adventure passt schon. Alt East. Wild West, ja nee. Lucky Duke. Jede Konsole, richtig? War es bei Vena, Young oder Everyone? Das ist echt die Frage. Habe ich nicht drauf geachtet. Kyria meint es wäre E. Okay. Also Lucky Luke, Medium, E, Wild West. Adventure, Master, Game Engine ist Zwiebel Engine. 240.000. Das ist ganz schön teuer. Wen hast du noch nicht, aber ich denke, es passt am besten. Da kannst du nichts falsch machen. E passt eigentlich überall. Okay. Next. Start Development. Jetzt müssten alle schön arbeiten. Jetzt müssen wir die Leute zuteilen. Ja, okay. So, und da müsst ihr mir jetzt ein bisschen helfen. Also, es ist ein Adventure, also brauchen wir eine Story. Wir brauchen kein Tutorial. So würde ich das soweit einstellen. Story und Quest muss ganz hoch, Engine muss runter, Gameplay muss runter. Designer muss auf... Warte mal. Techniker muss auf Engine. Die Designerin muss auf Story und ich gehe auf Gameplay. Ja, also Engine ist definitiv für einen Techniker. Gameplay bin ich mir nicht sicher, ob es Techniker ist oder Grafiker. Und Story Quest ist definitiv Grafiker. Also Designer halt, das sind die da. Chat sagt, Gameplay würde ich nicht so krass runter machen. Nö, warum nicht? Da wird noch gesagt, dass ich an die Game Reports denken soll, das werde ich auf jeden Fall machen. Immer Features mit reinnehmen. Also immer einfach alles hier anklicken. Gameplay macht der Gamer. Das ist die Steuerung. Achte auf die Überarbeitung. Features von Zeit zu Zeit rein, aber nichts rausnehmen. Was mal drin war. Oh, achso, die Leute gewöhnen sich dran, dass schon mal was drin war. Das ist interessant. Features nur rein, wenn deine Spiele floppen. Oh, nehme ich das erstmal raus.
und teste das Ganze so. Und wenn das Spiel jetzt nichts wird, dann mache ich im nächsten Spiel auf jeden Fall Tutorials rein. Das sieht mit den Punkten echt mies aus bisher. Richtig mies, mieser als mit der Garage. Wild Wild West braucht Dialoge, braucht wenig AI, braucht viel Level Design. Der Designer kommt hier hin, der Techniker kommt dahin, ich komme hier hin. Okay. Es wird gerade diskutiert, was die Features genau machen. Alle Features und Einstellungen haben immer Design und immer Technikpunkte. Und noch weniger AI. Ja, da stimme ich zu. Also 100% Dialoge, 50% ungefähr Level Design und 20% AI. Ja, klingt gut. Okay. Jetzt kommt schon. Punkte, 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 Punkte. Keine Bugs, keine Bugs. Das sieht so schlecht aus. Das ist sehr schockierend. So, sie hat ein Problem, sie ist gleich bei 100. So, Adventure braucht World Design. Braucht... Achso, Grafik plus plus. Okay. Dann würde ich das ungefähr so einstellen. Und jetzt die Einstellung von denen. Also du bist der Techniker, du gehst zu Sound. Du kommst mal dahin und du kommst dahin. Wow, okay. So. So. So wären die wenigstens einigermaßen zufrieden. Die Plus-Plus hätten wir bestätigt. World Design ist auch noch hoch. Nimm Matt für World Design. Matthew ist der Techniker. Warum sollte ich den fürs World Design nehmen? Das ist ein Techniker. Naja, so geht's gerade so, sagt Kyria. Design-Technik-Verhältnis 60-40 CK. Mehr Design als Technik ist gut. Ja, ist mehr Design als Technik. Okay. Und jetzt kommen schon Punkte, 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 Punkte. Punkte, 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 Punkte. Da hat Girogon echt alleine im Keller mehr gemacht als die hier zusammen. Ja, okay, vielleicht nicht ganz. So, Bugs weg. Und flop. Es muss ein Sechser-Spiel werden, glaube ich. Neue Technik, neue Combo. Ganz viele Level-Ups. Ja, okay, zwei bisher. Ja, drei. Die kommen jetzt beim nächsten Spiel dran. So, Release. Ganz viele Sachen zum Erforschen. Stopp, du. Genau, du. Game Report. Zu dem Spiel. Du. Research. New Topic. UFO. Und die Kritiken sind da. Es muss eine 6 werden. Es muss eine 6 werden. Es muss eine 6. Es wird nichts. Es ist eine 4,5. Da wird der Publisher nicht happy sein. Was passiert jetzt? Okay, du Research bitte. Marketing. Wie viel bringt ihr? 124.000 und wir haben 65.000 monatliche Kosten. Jo, und wir müssen eine Strafe zahlen. 135.000. Oh, es steigt wieder. Und wir bekommen Fans. Wir bekommen richtig viele Fans. Okay. Also es war nicht so ein großer Flop, wie ich dachte.
Ich denke, mein Publisher wird stinkig auf uns sein, aber damit muss er halt leben. Und wir kommen ganz gut zurecht. Aber jetzt erstmal kurz Stopp und ein kleines Resümee. Also zu den Änderungen. Das heißt, die einzigen Änderungen, die ich soweit gesehen habe, sind, man hat am Anfang random Topics, dass es nicht mehr immer gleich dasselbe ist, wenn man neu anfängt, was schon mal sehr interessant ist. Dann haben wir die Game Reports, wodurch wir wirklich gucken können, wie das Spiel funktioniert und nicht irgendwo nachgucken müssen in der Wiki. Und die Informationen aus dem Game Report werden direkt unten drunter angezeigt. Das ist irre praktisch. Das heißt, es ist nicht so viel Rätselraten, sondern man kann ungefähr sehen, was wo am besten ist. Das hilft schon mal ziemlich. Das heißt, jedes Spiel, das man dann verliert, in Anführungszeichen, weil es nicht gut genug läuft, kann man benutzen, um neu anzufangen und die Informationen wieder rüberzunehmen. Wobei das schon, ja, es ist zwiespältig. Also einmal ist es natürlich praktisch, weil man kann die Informationen rübernehmen und hat so einen einfachen Start. Aber irgendwann könnte es dadurch zu einfach werden, weil es ja quasi genauso ist wie einfach am Wiki ablesen. Aber naja, so oder so, für mich eine sehr schöne Änderung. Und ich werde dir demnächst mal reinschauen und das richtig spielen. Jetzt allerdings gibt es erstmal einen Cut. Ich esse mein Zwiebelbrot zu Ende und dann sehen wir uns so ein paar Minuten, ich schätze mal so 10 Minuten, für den nächsten Stream, wo ich dann die Stanley-Parabel vorstellen möchte. Das wurde mir schon von mehreren Leuten vorgeschlagen und ich habe da auch schön die Finger von gelassen, das heißt, es wird absolut blind sein. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye.